Moin YouTube, herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Channel. Heute geht es um 20 Fakten über mich. Ich laber nicht lange, wir fangen direkt an und bis gleich. So, der erste Punkt ist, ich heiße Maverick Jason, bin 18 Jahre alt, komme aus Berlin. Ich habe am 6. September 1998 Geburtstag. Damit bin ich jetzt 18. Kann machen, was ich will. Spaß. Ich bin Brillenträger, also das ist keine Fake-Brille. Ich brauche wirklich eine Brille, nur wenn ich Fernsehen gucke oder spiele. Ich bin gerne Langschläfer. Schlafe gerne mal bis 12. Wenn ich einen guten Tag habe, schlafe ich auch mal bis 14 Uhr. Oder bis 15, so kommt drauf an. Ich bin einmal im Jahr krank. Das ist echt ein Wunder. Dass ich nur einmal im Jahr bin ich wirklich krank, also dann habe ich wirklich irgendeine Krankheit, wie dass ich wirklich Schnupfen habe oder was auch immer. Ich bin allergisch gegen frisch gepressten Orangensaft. War das früher so? Ich weiß nicht, ob es heutzutage so ist oder immer noch so ist. Ich habe es jetzt schon längere Zeit nicht getestet. Aber ja, das ist auch eine Kopfsache. Ich habe vielleicht, weiß ich noch nicht, eine Stauballergie. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwo Staub ist, muss ich niesen, meine Nase läuft und ja, habe eine verstopfte Nase. Ich bin kein Fußballfan, ich hoffe, das enttäuscht euch nicht. Ich spiele es sehr gerne, auch wenn ich nicht treffe. Also ich treffe, aber jetzt nicht so wie ein richtiger Profi-Fußballspieler. Früher, ich habe nicht gerne gelesen. Hat sich jetzt nicht geändert. Aber je älter man wird, desto höher man in der Schule steigt und muss lesen, weil sonst kommt man nicht mit und ist am Arsch. Ich bin sehr gerne draußen unterwegs, also ich bin so ein richtiger Outdoor-Typ. Ihr könntet mich in die Wildnis setzen und ich würde überleben. Überleben. Ich bin echt kein Clubmensch. Ich bin mit ein paar Leuten unterwegs, mit denen ich wirklich Party machen kann. Mit denen habe ich Spaß, mit denen kann ich wirklich Action machen. Aber wenn ich mit den Falschen da bin, dann stehe ich da nur rum. So wie letztens war ich auf einem Club, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Maxim. Stand einfach 4 Stunden rum und habe zugesehen, wie eine Freundin von mir, eine Ex-Freundin, Spaß hatte. Wir sind jetzt back, nur diesmal auf meiner Couch, weil dort funktionierte das doch nicht so gut wie gedacht. Ja, wir machen jetzt einfach hier weiter. Wir waren nämlich jetzt Club und ja, ich bin kein Clubmensch. Und ja, so. Meine Hobbys, ich habe circa ein Jahr lang habe ich getanzt, um es genau zu sagen, Hip-Hop. Das Witzige war, meine Tanzlehrerin war die Schwester von Boateng. Wusste ich nicht. Hätte ich es gewusst, hätte ich vielleicht weiter getanzt. Hätte ich es nicht gewusst, weiß man nicht. Ich habe 6 Jahre lang war ich beim SCC Berlin und habe an Wettkämpfen teilgenommen, an richtigen Meisterschaften. Ja, jetzt nichts Besonderes, aber Aikido habe ich 7 Jahre lang gemacht. Da war ich auch richtig dabei. Aber mit dem Alter schwinden die Interessen und ich habe aufgehört. Ich habe, auch wenn man es nicht wirklich Hobby nennen kann, aber ich habe einen Monat lang American Football gespielt und war der Running Back. Und ich fand es mega cool, aber leider konnte ich mir das Set dort noch nicht wirklich leisten. Ja, es ist schade, also es ist ein toller Sport. Ich hatte als Haustiere hatte ich schon einiges. Also, ich hatte einen Hamster, einen Hund, eine Katze und eine Maus. Vielleicht auch einen Vogel, weiß ich nicht. Also, habe ich aber. Mein Lieblingsessen ist Sushi. Muah, Sushi. Ich liebe Sushi über alles. Es gibt natürlich auch mal Pizza, Pfannkuchen mit Ahornsirup. Kann ich nur empfehlen. Instrumente habe ich schon mal gespielt, tue ich nicht mehr, aber früher habe ich Melodica gespielt. Ich weiß nicht, ob es noch ein paar von euch kennen. Ich kann auch zur Not nochmal ein Bild einblenden, damit ihr wisst, was ich meine. Hier. Ja. Was dann noch war, ist von der 6. bis zur... Ne, nicht von 6. bis von der
siebten, glaube ich, von der siebten aus bis zur zehnten Klasse war ich im Chor. Ich kann nicht singen, auch wenn mein Chorleiter immer gesagt hat, ich sehe in dir Potenzial. Aber, nee, lass mal stecken. Reisen tue ich auch gerne, auch wenn das Geld nicht da ist, aber ich tue es. In Italien war ich gefühlt schon 20.000 Mal. In Spanien war ich schon gefühlt 20.000 Mal. Um es genauer zu sagen, Cala Millor, diese kleine Insel da neben Spanien. In Irland war ich. So halb in Berlin rum, so war ich schon mal, so wegen Klassenfahrt und so. In Abu Dhabi war ich. Oh mein Gott. Es heißt ja, die sind mega reich, nur das Schönste vom Schönsten. Es ist einfach so. Es ist alles mega schön. Ich würde gerne mal reisen nach Amerika. Oh mein Gott, Amerika. Make America great again. Nein. Amerika, auch wenn es jetzt negativ ein paar Mal rüberkommt wegen Trump oder sonst welchen scheiß Aktionen da. Egal, ich will nach Amerika. Wann ist mir egal, aber ich muss einmal dort gewesen sein. Am liebsten würde ich gerne so ein bisschen längeres Haar haben, damit ich so, ich weiß nicht, ob ihr kennt Alex V. Alex V, ich liebe deine Videos, ich liebe dich, Hammer. Du bist ein geiler YouTuber. Ich mag ihn, er ist ein cooler Typ. Kann man sich nur eine Scheibe abschneiden. Also. Jetzt bin ich voll vom Thema abgekommen. Also wegen Haare. Ich hätte am liebsten so glattes Haar. Also wenn es länger ist, dass ich so glattes Haar habe, dass ich mir das auch so stylen kann, so zur Seite oder so. Aber ich habe Locken. Und ich weiß halt nicht, was ich mit Locken anfangen soll. Ich will sie jetzt auch nicht glätten, weil das schädigt die Haare. Aber ja, muss man. Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben, wie ich meine Haare besser machen könnte oder so. Jetzt ist es halt einfach nur so. Kurz rasiert, vorne hoch, fertig. So, das war's mit meinem Video. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt auch wirklich 20 Fakten waren über mich. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Ich hoffe, ihr sagt jetzt nicht, du bist voll der Kopierer, du machst Alex nach. Ja, okay, sein erstes Video, ich weiß nicht, ob es sein erstes Video war, aber sein erstes, auf seinem Channel, das erste Video. War auch so 20 Fakten Video, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ja komm, mache ich es auch. Nur, dass er es natürlich besser gemacht hat, besser aussah und halt Alex V ist, ne? Der jetzt, wie viele, 600.000 Follower hat? Das ist ein geiler Typ, ey, schwöre. Er ist ein cooler Typ. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch abonnieren. Wäre auf jeden Fall sehr toll. Vielleicht könnt ihr mir auch schreiben, was ich als nächstes für ein Video mache. Damit würde ich sagen, haut rein. Und man sieht sich.